Willkommen zum Tagessegen. Im Johannesevangelium heißt es im 7. Kapitel: Als aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern im Verborgenen. Jesus, der im Verborgenen lebt und wirkt. Die Evangelien erzählen natürlich die Zeit, wo Jesus öffentlich gewirkt hat, aber das ist bei ihm in der Verborgenheit gewachsen. Ich denke an Charles de Foucault, der dieser Verborgenheit Jesu sein ganzes Leben geweiht hat. Jesus, der in Nazareth sehr lange lebte. Jesus, der sich vorbereitet hat. Diese Zeit der Verborgenheit braucht es. Und auch als ich zum Beispiel in die Medien gegangen bin, da hatte ich ja schon ein ganzes Leben vor mir. Und all diese ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Verborgenen, die kann ich jetzt mit einbringen und mit Ihnen teilen. Wenn Sie also jetzt so im Verborgenen leben und mir zuhören, vielleicht schon sehr lange im Verborgenen gelebt haben, es kommt die Zeit, da wird es öffentlich werden. Vielleicht nicht großartig, dass auch Sie einen Tagessegen sprechen oder anderes. Oder dass Sie Bücher schreiben. Nein, das meine ich gar nicht. Sondern man wird sehen, wie Sie sind. Gewachsen aus dem, was Sie an Lebenserfahrung einbringen. Machen Sie sich bereit. Gott macht auch Sie zum Werkzeug der Gnade. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, dann werden Sie auftreten und werden etwas verbreiten, was Sie jetzt noch gar nicht wissen. Es segne Sie, Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.